Und damit herzlich willkommen zurück bei Don't Starve Together mit Denkser und Wechsern. Hallo! Hallo! Hallo. Ja, zwischen den Aufnahmen sind wir verreckt. Um es einfach mal so zu sagen, zuerst dann der Denkser zuerst, dann ich und dann der Wechsler nochmal. Ist nicht so geil. Wir probieren es jetzt ein bisschen professioneller anzugehen. Nimmt ihr jetzt die Blumen mit gleich von Anfang an? Nee, ne? Nein, die Blumen nicht. Okay, Alter, ist ein Bärenstrauch, ey, geil. Ja, einfach mitnehmen erstmal. Erstmal schön viel sammeln, Gras, Zweige. Birkennussstrauch ist hier. Nussbaum, okay. Okay, der hat keine Früchte. Oh, hier sind Bienen. Ja, aber nicht angreifen, Leute, die sind gefährlich. Nee. Ich hab der Biene gerade die Blume geklaut. Scheiße. Rote greifen von alleine an. Oh, gut zu wissen, ey. Ein paar Samen. Birkennussbaum. Wechsel, du hast eine Axt. Such schon mal Holz. Ich bin schon fleißig dabei. Gut, dann da Äste. Alter, hier geht's gerade ab. Hört man das im TS? Oh, ein Fasan! Etwas. Was? LOL! Hinterher! Ein Gobbel? Drutan! Ja, der frisst die Bären, das Mistvieh! Ja, muss ich schnell hinter wegjagen. Truff da! Atage! Du Mistvieh! Komm geil, du her! Bei Wechseln hagelt es. Alter! Und er tippt. Dann muss ich mal. Alles klar. Stirb, du Bastard! Du Drutan-Vieh! Komm her! Ich hab zwar keine Waffe, aber egal! Nein, das bringt nichts, halt auf hinterher zu rennen, der ist schneller als ihr. Okay. Eine Spinne! Hinterher! Okay. Du Drecksvieh! Das Geräusch! Richtig Wurf. Ah, da ist eine Karotte. Warte mal, wie kann ich denn hier ran? Da ist eine rote! Ah, ne, ist ein Schmetterling. Ich will die Karotte mitnehmen. Alter, bei mir ist Weltuntergang. Geil! Klar, aber du sollst auch Gras und sowas mitnehmen. Ja, ne? Ja, hab ich doch schon. Ja. Eine Blume. So. Eine Blume. Eine rote. Ne, ist das eine Biene oder ist das ein Schmetterling? Ah, das ist ein Schmetterling, alles klar. Geht der Wechsel voll ab mit dem Holzhack, ey. Holzhack, ey, ne. Das Skelett hat nichts getroppt, ey. So eine Scheiße. Wir müssen gucken, wo wir unser Lager aufschlagen. Am besten irgendwo, wo auch Kanickel sind oder sowas, ey. Steine brauchen wir auf jeden Fall, sonst können wir kein Feuer machen. Alter, hier ist ein Frosch. Weg von dem, der macht höllischen Schaden. Oha. Zwei Frösche. Kann man aber töten, die gut. Wir geben Froschschenkel, ey. Ich hab noch keine Waffe. Ach ja. Kommt ihr mal bitte zu mir hier runter? Ich glaube, hier können wir langsam irgendwo in der Nähe ein Lager aufbauen hier. Ja, hier ist ein soliden Untergrund. Alter, klopft nicht drauf. Werkzeuge. Geil. Ja, das wollte ich, sehe euch gar nicht. Wir sind unten, na unten. Ah, das ist ein Grabstein. Macht er was? Kommt das Skelett raus oder so? Nein, das ist ein Friedhof. Kann man ausbuddeln. Goldklumpen auch mitnehmen, klar. Hab ich schon. Eingesammelt, die du da liegen gelassen hast. Aha. Rixan? Findest du uns? Gute Frage. Einfach runterlaufen. Ja, noch weiter runter kann ich glaube ich gar nicht hier. Doch, doch. Ja, da muss ja halt da, wo wir gespawnt sind, dann einfach in die Richtung Süden. Insofern Süden. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich glaube, hier wird es immer unfruchtbarer, denkst du. Was bringt denn der Setzling? Äste? Oh fuck, ich bin glaube ich falsch abgebogen. Schön. Das ist gut, da kann ich mir jetzt auch eine Axt bauen. So. Salpeter? Aber ich habe den Ventilator noch an, ey. Ja, gute Frage. Ich bin, glaube ich, falsch abgewogen. Du kannst ja auf der Map das Portal sehen, da ist so ein Kringel auf der Map. Ja. Da einfach Richtung Süden. Ja, weil ich bin falsch abgebogen, ich bin links runter. Ah. Ah ja, hier ist das Grab. Hier sind die Gräber, alles klar.
Ihr seid im Weg, ah, nehme ich mal. Hier ist ein Auge, denkst du? Da unten so ein Auge. Oh nein, nein, nein. Weg von dem Auge. Weg von dem Auge. Wir gehen ein bisschen weiter nach oben. Wechseln. Links. Links. Ah, da. Vorsicht, nice. Da kommt das Auge. Da unten ist das Auge. Ja, kommt ein bisschen weiter nach oben dann. Da hoch. Das ist nur einen guten Spawn-Punkt finden, wo wir uns niederlassen, ne? Problem ist, wir müssen halt viel in der Nähe haben. Aber hier unten ist, glaube ich, so nichts. Ja, hier unten wird es immer karger, was sie will. Ja, dann gehen wir mal nach oben und dann nach links. Den Stein nicht abbauen, darunter ist eine Höhle, da kommen Fledermäuse raus. Oha. Habt ihr eine Fackel? Könnt ihr eine Fackel machen? Ja. Gut, dann macht ihr schon mal eine. Ich kann uns einen Kompass machen. Und eine Stabwindmühle, ey. Das ist richtig rough. Ja, die Nacht ist ja nicht besonders lang, also da reicht eine Fackel erstmal. Ja, ich habe jetzt mal zwei gemacht. Ich brauche noch Gras, um eine Fackel zu machen. Ah, super. Da oben ist Gras. Weil die Nacht kommt gleich und dann kommen in unsere Richtung, glaube ich. Essen, alles mitnehmen, Wichser, ne? Beeren, Karotten. Jo. Durch Zufall. Auch ein paar Zweige und so immer mitnehmen. Ich habe durch ist Zufall zwei krass. Keulen gefunden. Maulwurf. Pass auf, ich zeig dir den Trick. Was cut down in the prime of this life. Du legst das hier hin, ne? So, der Maulwurf kommt hier hin. Will das haben und. Das ganze Gras ist schon abgebaut. Zack. So eine Scheiße. Nice. Ja. Das kann weg erstmal. Nehmen wir das mit. Die Nacht kommt, Fackel anmachen und los. Wechseln eine Fackel. Gut, kommt weiter. Anzünden. Na, geht auch. Hier. Lol. Schick. Eine Karotte. Wenigstens gehen die Nächte nicht so ewig lang, ey. Noch nicht. Ach, die werden immer länger? Im Winter werden die länger. Jahreszeiten, ja, okay. Im Birkenwald hier, ne? Ja gut, dann bleiben wir hier. Bloß irgendwo ans Wasser am besten. Wenn wir am Wasser sind, da ist es safer, weil da können... ich glaube, ab Nacht 7 können auch Wölfe kommen. Nice. Schön. Okay, dann... Okay, wie war das? Mal. Wächst das Gras nach? Ja, ne? Ja. Meine schon. Ich werde hier mal ein Feuer aufbauen hier. Ich glaube, wäre scheiße, wenn nicht, oder? Ja. Bisschen kiffen? Ein bisschen kiffen? Was sind denn das überhaupt für Löcher, denkst du, hier oben? Wie sind solche. Also, es sieht aus wie so Stroh. Also, so, weißt du? Die hier. Die runden Dinger. Hat das Alter, eine Bewandtnis? Ich hab eine Quelle gegessen, okay. Selbst die tut nicht mal viel Leben bringen. Was hast du gegessen? Eine Keule. Alter. Wo ist nur die Keule her? Wiss ich nicht, die lag einfach rum. Lol. Okay. Wie schaut euer Essen aus? Ja, 66. Ich hab nichts mehr, glaube ich. Wieso kann ich nichts kochen? Kann das immer nur einer machen, oder was? Ja, immer nur eine. Ah. Hier habt ihr noch drei Karotten. Ach hier, Karotten habe ich auch noch, tatsächlich. Das bringt nicht viel am Anfang, ist halt so, aber wir müssen jetzt so klarkommen. Ich will auch was kochen. Ansonsten Birkenfällen. Ach so. Alter, ich kann eine Falle bauen. Ja, das ist gut. Wenn du Kanickel findest, dann kannst du die da hinlegen. An die Löcher da oben? Untersuche ja. Erdloch? Ist das nee, eins? Das sind Maulwurflöcher. Okay. Maulwürfe kannst du mit Steinen rauslocken, dann kannst du einfach zuschlagen. Hä, wie kann ich denn Zeug kochen? Das zeigt mir gar nichts an. Muss er teilnehmen und dann über das Feuer ziehen. Ach so einfach. Ich dachte links irgendwo im Menü, ey. Nein. Alles klar. Vielleicht bist du deshalb gerade verhungert. Das kann sein, ey. So. Aber jetzt sind wir ja weiser. Ja. Also die Samen kann ich auch kochen, ey. Erst eine Samensuppe kochen, ey. So. Blütenblätter kann ich anheizen damit.
Bären kann ich auch kochen. Okay. So. Okay, Holz habe ich erstmal genug. Ich werde jetzt so eine Wissenschaftsmaschine bauen. Nein, tue ich nicht, ich habe keine Steine mehr. Dann mache ich das. Das. Oder was ist das? Ja, gib mir, dropp die Steine einfach. Ich will das machen. Hast du Gold? Ja. Hast du Holz? Nein. Okay, warte. Was brauchst du für die Steine, ne? Feuersteine? Ja. Ne, normale. Normale Steine. Bitte. Gut. Dann haben wir die erste Maschine. Plupp. Damit können wir dann eine Schaufel herstellen. Und mit der Schaufel kann man die Stümpfe hier ausbuddeln. Plupp. Und auch hier. Kannst du hier ausbuddeln. Lol. Gut, dann sammle ich erstmal Holz. Kann ich die Birkenbäume umhauen? Ja, ne? Ja, aber die großen, nur die ganz großen. Nicht den. Immer nur die ganz großen. Weil die lassen dann nämlich auch Dings fallen. Setzlinge. Also ich habe gerade einen Hasen gefunden. Ich habe auch eine Falle hingesetzt. Gut. Alter, geil, ey. Eine Birkennuss. Hier sind ein paar Bären. Im Osten irgendwo. Okay. Ja, ich werde mal gucken, dass ich eine Kiste herstelle erstmal. Ah, und hier sind wieder irgendwelche Bienen. Gut, in die Truhe packe ich jetzt erstmal die Steine rein. Gold. Gras, also alles, was man nicht so... Am besten ein bisschen Nahrung. Damit wir ein kleines Nahrungslager haben, falls ja, jemand am Abnippeln ist. Das verbirgt ja, ne? Ach so! Ja. Alles klar. Kann man die Birkennuss auch braten? Ja, kann man. Deshalb am besten nicht immer alles direkt kochen, weil wenn du es kochst, dann doch nicht. Nevermind. Wird mal kurz. Ah, hier unten sind noch ein paar Hasenlöcher. Ja. Ich habe auch noch eine Falle gebaut. Einfach an der Küste lang? Im Westen? Okay. Im Osten. Wie im Osten? Die sind im Osten, die Hasen. Ach so. Ach so, hier unten geht's ja los. Wo Danza ist. Alles klar. Hier? Ja. Hier zum Beispiel. Einfach irgendwo hin oder da draufsetzen? Also, ja, direkt daneben am besten. Okay. Wenn die rauskommen, dann rennen die da meistens rein. Oh, geil. Richtig professionell sieht das aus, ey. Ja, und meine ist hier oben. Hallo. Wo? Ja, hier. Da vor oben. Und wann merken wir, wenn einer reingerannt ist oder müssen wir da... Das sieht aus, dass es zubbelt. Nee, ich meine, ob wir da... Hinlaufen. Okay. Einfach routinemäßig ab. Maulwurf! Ey, das ist krass, dass ich echt auf zwei Nahrungsdinger schauen muss, war. Selbst schuld, wenn du den Charakter nimmst. Der wusste ja nicht, dass er Biber wird, ey. Da steht ja nur ein dunkles Geheimnis. Oh, ja. Wird er Bescheid, ey. Der hätte doch gerade wechseln können. Du Pissvogel. Ja, gut. Aber dann hätte er vielleicht was anderes gehabt, wo er nicht drauf klarkommt. Maulwurf. Mir gefällt deine Frisur, Wechsel, ne? Die sieht ja, so aus wie so. Auch. Ja, ne? So Kevin-mäßig. Mir gefällt dir meine? Wir müssen auch irgendwann Haargel herstellen, ey. Hat was von Graf Dacula. Nein. Geil, ey. Okay, Leute, es wird gleich wieder Nacht. Gleich ist relativ. Naja, die Uhr da oben zeigt an, dass wir die Nacht Richtung gehen. Habe ich irgendwas gefunden? Salpeter? Ist das was? Ist das? Salpeter, das braucht man für spezielles Feuer. Es gibt auch ein Feuer, das kühlt. Weil das macht nicht warm. Okay, das Gold tue ich auch mal mit rein in die Kiste. So, da haben wir Gras, Feuerstein. Okay. So, ist da noch eine Blume? Blume ist. Ich werde mal ein bisschen losgehen, ein paar Steine holen. Willst du das nicht erst am nächsten Tag machen oder willst du das jetzt schon machen? Ich hab eine Fackel. Was ist denn das hier? Ah, hier sind Maulwürfe. Nee, ja doch, Alter. Maulwurf hab ich dir gezeigt, Wechsel, ne? Stein daneben legen und sobald er rauskommt, einfach zuschlagen. Der buddelt sich dann zum Stein hin und will den Stein haben, deshalb. Geil. Nice. Was haben wir jetzt bekommen? Hast du was bekommen? Ja, aber nicht viel. Oh. Oh nö! Geil! Warte, ich leg Holz nach. So. Okay.
Ja, das war gut gelöst. Ja, das war gut gelöst. Ich hab fast Panik bekommen, ey. Mir wurde schon schwarz vor Augen. So, was kann man denn bauen, ey? Können wir was bauen? Überleben. Kochen. Nahrung. Wo sieht man, wie lange die Lebensmittel haltbar sind? Ach, das zeigt's an! Das Grüne wird immer weniger. Alles klar. Das sobald das gelb wird, verringert das schon die Dings. Ach so, okay. Was bei der Mitte wird's ungefähr gelb, oder? Ja, ungefähr. Okay. Ah, komm, Nacht, geh vorbei, ich muss hier abbauen. Nervig. Birkennuss, kann ich die kochen, ja, ne? Tatsächlich. Ja, kann man. Geil! Tag 3, Leute. Aber brauchst du etwas zu essen? Nö, momentan nicht. Gut. Geil, wir verhungern diesmal nicht. Sag das mal nicht so laut, wir haben noch einen Tag. Oh. Soll ich schon mal, ich farm einfach schon mal ein bisschen Holz, damit wir uns langsam ein kleines Gebiet abzäunen können. Kleiner Panikraum, ey. Ja, wäre gar nicht so übel. Aber dazu brauche ich Seile, warum auch immer. Wozu brauche ich für einen Zaun ein Seil? Kann mir das jemand sagen? Okay, wenn es nur so nur nach 15 Zaun ist vielleicht. Ist es ja auch. Alter, ist klar. Oh, scheiße. Bin mal kurz auf K. Alles klar, Blitz eingeschlagen. Kann Wechseln das eigentlich kontrollieren mit dem Biber? Ah, nee, du kannst den Charakter ja nicht. Wie gesagt, also Charaktere, die kommen mit Together oder schalten man im Solo-Spiel aller frei, wenn man genug Erfahrungspunkte gesammelt hat. Alter, Schmetterlingsflügel. Ich habe gerade einen Schmetterling gekillt. Was ist denn jetzt hier ein großer Baum? Alter, mir geht das Inventar aus. Ist voll scheiße. Soll ich noch eine Kiste bauen? Kannst du. Aber die ist ja auch nicht allzu groß. Gibt's da noch größere Kisten? Ja, bestimmt, ne? Ja. Okay. Glaube ich. Hast du wieder ein bisschen Nahrung gefunden? Ich bin voll mit Nahrung. Ich hab ne Panflöte. So, da bin ich wieder. Baby. So, ich muss mal gucken, wie es bei unserer Falle aussieht. Ja, kannst du mal gucken. Kannst du die auch... Kannst du auch meine Falle? Oh, meine ist drinne und bei dir ist auch einer drinne. Ja, ja, okay. Ich nehme den mal mit, wa? Ja. Ich baue da mal eine Kiste oder was war das? Strukturen, ne? Kiste. Leider ist in meine noch keiner rein hier. Einfache, robuste Truhe. Was brauche ich? Holzplanken. Ne, Bretter. Wie stelle ich den Bretter her? Ist das unter Überleben? Unter Veredlung. Veredlung, okay. Ah. Ja, ich habe den Schweinekönig gefunden. Geht's aua! Geht's aufs Maul, ey. So. Okay, das geht nicht. Ah, Seile. Aber jetzt geht irgendwie diese Wahnsinn langsamer runter. Das Gegenstück zum echten Feuer. Als wie wir es im ersten hatten. Endothermes, endothermes Feuer. Oder beziehungsweise bei mir geht's kaum runter. Ach stimmt ja, die Schweine greifen mich immer direkt an, weil ich eine Spinne bin. Ich kann die Schweine gar nicht zähmen. Nein! So. Wegweiser. Ah, ich brauche noch eine Holzalster. Noch eine Holzdinger hier. Ja. Alter, ey. Mein letztes Holz habe ich für die Kiste hergegeben. Ich sammle einfach Neues. Ich hab genug Bäume. So, jetzt habe ich eine neue Truhe. Die stelle ich einfach mal daneben hin, ne? Jo. So. Ich brauche Gras, aber hier gibt es kein Gras. Okay. Gut, dann... Ich habe auch gerade mal dreimal Gras jetzt. Ich habe hier oben noch Gras. Ja, hier oben gibt es noch genug Gras. Genug Gras. Und ich muss mal deinen Dealer von deinem Vertrauen anrufen. Ist so, ey. Spider-Man bestimmt. So. Alter, ernsthaft, da sind 7 Millionen Schweinebüsche und ich kann da nicht ran, weil das ein blödes Schwein ist. Alter. Bärenbüsche. So, wo sind hier diese Samen? Geschnittenes Gras. Okay. Na, Pilz? Braucht man nicht? Ne, Pilze, die sind,
Wirklich? Wenn man die isst, also gekocht isst, dann geben die zwar ein Stat wieder hoch, aber gehen ein anderer runter. Ja, das heißt, wechseln also Spiel verlassen. GG. Wir werden alle sterben. Nee. Alter, die Erkundungstour, ey. Alter, geil, ey, Samen. Letztes Mal, als ich mich so übersah, jetzt habe ich sie gefressen. Für die Pflanzen, ey. Einpflanzen geht nicht. Brauchst du eine Farm für. Ach so, okay. Darum kümmern wir uns mal als nächstes, oder? Ja, da brauchen wir noch Scheiße. Ja, stimmt, ey. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Überleben? Was Neues herstellen? Eine Strohrolle, damit kannst du bei Nacht schlafen. Ja. Okay. Das erhöht dann den Dings. Den Wahnsinn. Njom, njom. Dumme Maulwürfe. So. Folge ist auch fast rum und die Nacht steht an. Wo okay, kommst du zurück, dann? Denkst du? Ich komm zurück jetzt erstmal, ja. Oh, ist gut, ey. Ich hab leider nichts Nützliches gefunden. Ja, es kam mal die zweite Folge, ey. Na gut, eigentlich die erste. Aber trotzdem, die andere war lustig. Wir haben Wechseln verloren. Steht hier noch irgendwo auf K rum? Also, oder ist er komplett weg von der Map? Wolf. Oha, meine Axt ist kaputt. Scheiße. Eine neue bauen, ey. Oh. Weiter geht's. Aha. Nüsse. Okay, kann ich hier was machen? Nimm Setzling. Zweige. Ich habe ein dezentes Problem, glaube ich. Was ist denn los? Mich verfolgt so ein Vogel, lässt mich nicht in Ruhe. So ein Vogel? Ja. Okay. Dieses einäugige Vieh. Alter. Ne, ich werde nicht los. Scheiße, ich brauch Holz. Ach, ich habe ja Holz. Okay, jetzt bin ich los. Denkst du, es wird Nacht? Ja, ich hab mal eine Fackel. Okay. Wie wenig das Essen bringt, ey. Wo ist denn unser Lager? Ach, da hinten. Scheiße, jetzt muss ich mich beeilen. Ja, ich hab Essen für dich, das bringt gut was. Ja, ich hab's gerade alles aufgefüllt hier bei mir. Alter, da kommt die Spinnenmann, ey. Geil. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, knapp. Kannst du ein bisschen mehr reinhauen, ne? Ja. Ach so? Alter. Ach so! Alles klar! Wusste ich nicht, dass das geht, ey. So, eine Schaufel baue ich mir jetzt mal als nächstes. Alter, Fleisch? Rasierer. Wie sieht dein Essen aus? So ich hab gerade alles aufgefüllt. Ich hab mir gerade solche gerösteten Birkennüsse hintergeknallt. 8 Stück. Geil, wie sehe ich aus? Sexy. Schön. Ja, liebe Leute, das war eine weitere Folge Don't Starve. Wir haben nur einen verloren, der Wechsern. Ich weiß nicht, kann er dann einfach neu beitreten oder ist das? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir machen gleich erstmal aus und dann gucken wir mal. Ja, würde ich auch sagen. Okay, liebe Leute, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Zu dritt, immer noch mit Denkser, mit diesem schönen... Alter, dein Bart ist ja sexy, ey. Geil, ne? Geil. Ja, bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein. Tschüss. Tschüss.